sind heute in der Früh losgezogen, haben unsere Sachen gepackt und sind an einen sehr speziellen Platz gefahren, in der Au hier, gleich in der Nähe, um einen alten Eichenstamm zu schneiden und zu erzählen, wie wird aus einem Baum ein Tisch? Was steckt da dahinter? Wie funktioniert das? Situation, vor diesem Riesen zu stehen und diesen ersten Schnitt zu setzen, der fast wehtut, wenn man ihn setzt, aber auf der anderen Seite dann zu sehen, wie sehr er auch schon mitgenommen war, wie er dann gestürzt ist, umgestürzt ist und diese Äste richtig weggebrochen sind. Diese viele Arbeit, die dahinter steckt, ja, diesen Baum zu bergen, ihn abzutransportieren, zu schneiden, da steckt ganz viel Kraft auch drinnen und das haben wir versucht, heute ein bisschen in unserer Geschichte zu erzählen, um auch ein Bewusstsein zu schaffen dafür, was es heißt, aus einem Stamm, den man versucht zu bewahren als solches, einen Tisch zu bauen. Jetzt geht es darum, seine Geschichte sichtbar zu machen, seine Geheimnisse zu entlocken. Von außen sieht man ja schon sehr viel, was er erlebt hat. Man sieht die Äste, die abgebrochenen, man sieht die Rinde, die Überwallungen, man sieht sehr viel. Den Specht sieht man, der da sich eingenistet hat. Und das wirklich Spannende passiert natürlich dann, wenn man in sein Innenleben vordringt. Dann zeigt sich so das Wesentliche oder die Seele des Baumes. Und das ist mir ein großes Anliegen, diese Geschichte sichtbar zu machen und diesem ehemaligen Baum auf einer anderen Ebene einen neuen Wirkungsbereich zu geben, sodass er vielleicht auch die nächsten 500 Jahre noch wirken kann und uns Wärme und ein gutes Gefühl mit in den Wohnraum bringt. Ich versuche über die Behandlung mit Feuer dem Holz spezielle Eigenschaften zu geben. Also es verbrennt ja was, es brennen die weichen Jahresringe stärker heraus als die harten. Rund um Äste und Risse gehen Strukturen auf oder verdichten sich. Wir kriegen eine sehr schöne inhomogene Oberfläche dadurch. Das ergibt auch wiederum eine wunderbare Haptik. Ich versuche also wirklich in diesem Prozess einzelne Charakterzüge und Wesensmerkmale dieses ehemaligen Stammes auch herauszuarbeiten. Und das kann man dann doch verstärken, indem man mit Pigmenten dazu arbeitet, die in den tieferen Poren der Jahresringe sich ablagern und die harten Jahresringe, die erhaben bleiben, wieder dunkler vortreten. Also ich kriege eine Tiefenwirkung, ich kriege eine Dreidimensionalität in diese Holzoberfläche hinein, die zum einen verfremdend, aber auch sehr spannend wirkt. Und ich möchte Emotionen wecken. Ich möchte, dass die Leute, wenn sie meine Tische
betrachten und angreifen, dass ihnen ein Lächeln über die Lippen kommt und dass sie vielleicht auch ein bisschen was von diesem gespeicherten Sonnenlicht, das in diesem Holz steckt, spüren. Ganz innen bei sich und sich vielleicht auch irgendwo erinnert sehen an ihre eigene Geschichte. Denn jeder von uns hat seine Ecken, Kanten, Risse, so wie der Stamm, so wie diese Platte dann, die einem vor einem liegt. Wenn das gelingt und wenn sich jemand davon angezogen fühlt, weiß ich, dass ich meine Arbeit gut gemacht habe.